Hi, willkommen zu einer neuen Folge Neo. Wir haben in der letzten Folge die dritte Hauptmission abgeschlossen und ich habe einen Kodama vergessen. Ja, ziemlich am Anfang ist ja hier dieses Haus, wo dieser torkelnde Typ hinter ist und mal ein bisschen hier hinter war ein Item, wo noch ein Gegner war und diese tiefkriechenden Viecher. Und ja, hier hinter habe ich ihn vergessen. Er hat sich hier hinter der Kiste versteckt. So. Und dann möchte ich jetzt irgendwie noch ein bisschen Amerita bekommen, dass ich 19.000 habe, einen Löffel abmachen, dass ich nicht das Amerita, was ich jetzt hier erkämpft habe, verliere. Ich kriege bestimmt noch irgendwie 1,6 zusammen. Oder da haben wir noch einen, den wir verkloppen können. Und ich habe jetzt hier die Waffe, die ich im letzten Gebiet bekommen habe, benutzt. Die gefällt mir sehr schnell. Die hat eine super schnelle Angriffgeschwindigkeit. Aua. Allerdings kriege ich kaum Blitzschaden. Ich vermute stark, dass das daran liegt, dass mein Geistwert überhaupt noch nicht aufgewertet ist. Also ich kann das mal kurz zeigen. Hier bei Stats ist Geist halt noch immer auf 5. Und wenn ich auf meine Waffe gehe, steht der Angriffseffekt Geist hinter. Also nehme ich mal stark an, dass da was passiert, wenn ich Geist aufwerte. Also dieser Zusatzschaden finde ich echt nice. Und dass die... Oh oh. Okay. Ich cutte das mal zusammen, bis ich meinen Amerita zurück habe, Leute. So, Leute. Ich habe meinen Amerita wiedergeholt und habe auch ein bisschen gefarmt, dass ich 2 Level-Ups machen kann. Mich interessiert nämlich, ob das mit dem Geist tatsächlich so ist, weil hier sehe ich jetzt schon, vor allem Geist macht mein Ki höher. Das gefällt mir richtig gut, weil die Waffe halt richtig schnell ist. Da kannst du machen. Okay, nicht immer. Aber meine Dings geht hoch. Machen wir mal. Dann müssen wir den Geistwert nämlich jetzt auch stärken. Bringt mir bloß, wenn ich die Waffe ablege, nichts mehr. Mich interessiert jetzt was. Wie viel Blitzschaden bekommst du? Ungefähr noch die gleiche Anzahl. Ah, die Waffenstärke geht halt hoch. Okay. Nicht weiter schlimm. Ich muss jetzt dieses Gebiet hier verlassen. Mit dem Teil hier. Der ist okay. Deswegen habe ich ja auch ein bisschen gefarmt, dass ich nicht mein Amerita verliere. Und mit den anderen Wert hatte ich so 30.000, hätte ich so 9.000 verloren. Das wollte ich nicht. So, wir können ja in eine andere Region reisen. Ich habe bloß ein bisschen Angst, dass, wenn ich das tue, ich in diese Region nicht zurück kann. Und wir haben 2 Sachen letztes Mal bekommen. Erstmal kann ich hier bei Dojo was machen und eine Nebenmission noch. Wir machen erstmal das Dojo. Oder wir können bei Waffenschmied mal gucken, ob wir irgendwas schmieden können. Zeig mal. Kann ich irgendwo alle Waffen? Zeig mal das Katana her. Keine Elementsachen dabei. Aber ich habe mittlerweile in Inventar geguckt. Ich kann meine Waffe verzaubern, also das ist ganz cool. Kopfschmuck, mein aktueller Kopfschmuck hat 42, der wäre halt cool. Wovon hängt das ab, ob das 49 wird? Gewicht 5,4. Ich bin mit meiner Ausrüstung, die man findet, eigentlich recht zufrieden, deswegen schmiede ich mal nichts. Ich weiß nicht, das ist irgendwie vielleicht nützlich manchmal, aber irgendwie sehe ich das nicht. So, in Dojo haben 2 neue, der Weg des Kriegers Neuling. Und der Weg des Omnium Neuling.
benutze es mal. Du bist also Sir Arjen, siehst nicht schlecht aus. Wer ich bin, fragst du? Ich bin Marozumu Nagaoshi, der größte Soldat der Welt. Fürst Mushi hat mir von dir erzählt. Du vernichtest Banditen und Yokai mit Techniken, die du dir selbst beigebracht hast. Wirklich beeindruckend. Was hältst du davon, ein paar Angriffe zu erlernen? Betrachte dies als Einführung der Taschenschule der Schwerkunst. Bist du bereit? Weil ich das Rakiri bekommen habe oder warum ist das jetzt erst verfügbar? Wird mir bestimmt erklärt werden. Ich finde es halt ein bisschen seltsam. Okay. Schauen wir mal rein. Okay. Locker ist berühmten Sauberei, damit kriege ich Fähigkeiten. Ja. So, und jetzt? Soll ich mit dir sprechen? Ja, das weiß ich mittlerweile. Soll ich die jetzt benutzen, oder was? So, ich habe Fähigkeitenpunkte erhalten. Achso, jetzt will er mir erklären, wie das hier geht. Ja. Das ist sehr stark unnötig, das weiß ich alles schon. Diese Omnio-Fähigkeiten, die... Das habe ich schon gesehen. Kann ich nichts machen? Nix. Kann ich noch andere lernen hier? Nope. Das habe ich doch gerade gemacht. Ich habe nur die eine. Kann ich die hier ändern? Nope, da gibt es auch nur eine. Ah, hier kann ich ändern. So. Hallo? Kommen sie angestürmt. Okay. Ja. Das hätte ich mir sparen können, das wusste ich bisher. Aber diese Onmi-Fähigkeiten, das interessiert mich schon. Vor allem, weil es ja in Talentbaum dafür was zum Verstärken gibt. Habe ich bisher bloß noch nicht gemacht. Ha, gute Arbeit. Dann dürfest du eine Weile zu arbeiten haben. Du musst mir nicht danken. Bei diesem Kampf habe ich auch etwas darüber gelernt, wie ihr Samurai aus der Fremde kämpft. Wie dem auch sei, du kannst schon mehr als meine Schüler bewältigen können. Nächstes Mal kämpfe ich persönlich gegen dich. Ich freue dich drauf, Sir Arjen. Ich tue es. Mhm. Der Weg des Omo Neuling. Du hast mich mit deinen Anweisungen übrigens zu einstellen. Bist du interessiert an der Macht des Onmyo? Wenn du deine vorhandenen Stärken dadurch ergänzt, wirst du sicher zum stärksten und klügsten Dämonentöter von allen. Ich bin selbst nur eine Schülerin dieser Künste, aber wenn du es wünschst, bringe ich es dir bei, was ich weiß. Ein Onmyo-Magier nutzt den Fluss der Ki-Energie aus dem Zusammenspiel von Licht und Dunkelheit, um sich selbst, andere und das Wesen der Welt zu verändern. Das wird dir sicher von Nutzen sein. Vielleicht?
Ich weiß ja nicht, wie stark das ist. Aber lassen wir uns überraschen. Ja, womit? Ah, da hinten steht schon ein Gegner. So. Locker eines berühmten Omni-Magiers. Ja, das sorgt jetzt dafür, dass ich unter Omnio gibt es hier. Ja, Omnio-Magie. So, was bewirkt das? Ah so, diese Omni-Magie sorgt dafür. Dass ich Waffen verzaubern kann. So, ich habe die Locke nicht benutzt. So, jetzt muss ich auf Fähigkeiten. Omni-Magie, so. Zack. Jetzt kannst du den Jitsu Omnifikern an den Schrein vorbereiten und sie wie Gegenstände einer Bindung zuweisen. Okay. Jutsu bereit machen. Onmu-Magie. Mit zwei Feuerzeichen sind wir bereit. Dieser magische Gegner beschreibt Flammen herauf, die deine Waffe umgeben. Du kannst drei Feuerschussteile bereithalten. Verleiht dein Protein bei uns und die macht. Achso. Nimm mal das. Zack, jetzt kann ich das auf eine Bindung legen, wenn ich das richtig verstanden habe. Achso. Jederzeit dann. So. Und jetzt kann ich. Aha! Erinnert mich sehr an das Papier von Dark Souls. Und Bloodborne. Okay. Und das kann ich dann jederzeit machen. Das ist ja nett. Habe ich was gelernt. Aber zurzeit brauche ich das nicht. Ich habe mein tolles Schwert bekommen. Das ich wahrscheinlich eine Zeit lang behalten werde. Meine Axt ist zwar stärker, aber die benutze ich als Zweitwaffe dann einfach. Okay. Eine wundervolle Vorführung. Wie ich vermutet habe, besitzt du eine natürliche Gabe für Techniken. Du musst sie nur noch verfeinern. Wir sollten uns wieder treffen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Dann interessiert mich ja mal kurz was bei Stufenanstieg. Und Kapazität von Omni-Magie. Okay, das heißt, das müsste meine Waffe auch stärker machen. Oh. Muss ich ja fast alles aufwerten. Naja, schauen wir mal. Wir machen jetzt erstmal die eine Nebenmission hier noch, die fehlt. Walter Tex Raikiri. Man kann das Raikiri selber herstellen. Deshalb. Okay. Ginchu hat eine Nachricht geschickt. Sie bittet dich, sie bei der Suche nach einem Geschenk für Fürst Munechigi persönlich zu begleiten. Das ist bestimmt falsch ausgesprochen. Sie scheint Gefallen an dir gefunden zu haben. Bitte verhalte dich angemessen und enttäusche sie nicht. Ich verhalte mich immer angemessen. Was ist das denn für eine Frage? Schauen wir mal. Ich habe jetzt noch den Kodama-Segen für mehr Amirita. Ja. Da es eine Nebenmission ist, glaube ich, können wir das auch belassen. Und sobald ich die nächste Hauptmission dann mache, dann wechseln wir auf Dings.
Okay. Wir können ja mal gerade auf den Status gucken, wie sich meine beiden Waffen verhalten. Nahkampfwaffe 2, 260 Angriff. Nahkampfwaffe 1, 243. Das ist also fast gleich stark. So. Ich kann das hier noch ändern. Ich glaube nicht, dass ich... Ich habe so 40 Elixiere in the bag. Ich glaube, wir können das erstmal machen, dass ich mehr Amerita bekomme. Und was für ein Gebiet ist das hier? Das kenne ich gar nicht. Das freut mich. So, was eigentlich ist meine Ginchus Bitte? Keine Ahnung, was sie genau möchte. Ja, das erinnert mich auch an die Ruinen. Aber ich denke, man muss oben lang, oder? Schauen wir mal. Irgendwas hat mit Bomben geschmissen. Oder irgendwas schmeißt mit Bomben. Von wo? Von da oben. Und ich krieg trotzdem Elixiere. Ja, man sieht schon, warum ich die Waffe so geil finde. Also, wenn du den Gegner im falschen Augenblick erwischt, kannst du halt pausenlos draufschlagen. Leider ist das noch nicht viel wie bei einer guten Dame mit dem Blitzschaden. Die macht halt genauso viel Blitzschaden wie normalen Schaden. Hier sieht man, bei mir ist das noch komplett anders. Was? Der hat durch die Säule durchgehauen. Komm, steh auf. Ah, die Waffe gefällt mir echt, ne? Auch. Was zum Fick. Okay. Ha! Hier sind leuchtet solche komischen Krüge. Vergiftet. Hallo, ich habe noch Gegengift genommen. Kommen wir jetzt hier irgendwie wieder raus? Ha! Oh, ich liebe die Waffe. Die Waffe ist total geil. Ich liebe es. Kann sein, dass ich meine Magie stärken muss, damit der Blitzschaden besser wird. Ich habe gedacht, der Geistwert ist ausschlaggebend, aber wahrscheinlich wird es der Magiewert sein. Ja, ich habe einen Treffer abbekommen, aber alles. Ja, ich krieg das Elixier gleich wieder. Fuck you. Vor allem hier. Der Kill-Wert ist, glaube ich, viel besser als bei der Axt. Also hier dieser... Wenn die Ausdauer der Gegner erschöpft ist.
Wir machen hier richtig viel Damage. Okay, ich bin in einer Sackgasse gelaufen. Okay, aufpassen. Da ist der Schalter. Da ist, glaube ich, die KI letztes Mal drauf gelaufen. So. Hier bin ich ja irgendwo runtergeflogen. Dann geht's da weiter runter. Zerstören wir hier den Finger noch. Und dann wird's irgendwo ja wieder rausgehen, ne? Aha. Schöner Hit. Diese Lösung gefällt mir richtig gut. Du kannst hier, glaube ich, gut leveln, weil du sie als Begleitung hast. Wir haben schon 9-2 Amerita und ich habe, glaube ich, gar nicht so viel von dem Gebiet gemacht. So, hier war noch eine Kiste. So, und das war einfach eine Falle, wo man runterfliegt. Okay. Zum Glück nicht mit den Deaths verbunden. Das ist richtig geil. Ich will meine Ausdauer höher machen, dann kannst du das nämlich richtig gut spammen. Ist schon fast ein bisschen OP. Gegen diese kleinen Gegner, die großen Gegner, die kannst du, glaube ich, nicht so stunnen. Die hauen dann zurück, aber gegen die kleinen ist das, glaube ich, OP. Gefällt mir richtig gut. Okay. Dann gehen wir hier jetzt weiter. Ich wüsste gerne, wie sie die Stacks verteilt hat. Ja, wenn ich irgendwas Gravierendes falsch mache, kann man ja noch bei einem Schmied dieses Ding kaufen, was das resettet. Okay. Könnte man das nicht vielleicht auch zu seinen Vorteilen nutzen, das Ding? Und den Gegner da reinlocken? So, jetzt bin ich mal gespannt. Bam, bam. Voll cool. Weil die Waffe ja auch schneller ist, habe ich mehr Hits in diesem Zustand, was cool ist. Okay, er hat einen dicken Felsen. Kann man ihn umgehen? Ich denke mal, wenn ich die Brücke da hochsause, schmeißt er den Felsen runter und ich werde wahrscheinlich sterben. Der sich auch? Nee, ne? Okay. Kann man die Tür öffnen? Mhm. Wozu? Ah, ich habe keine Munition dafür. Mal kommen. Ja, ohne deinen Felsen bist du nix, ne?
Ich hoffe, ich habe genug Pfeile, um den zu erledigen. Das sieht nicht so aus. Ich habe keine Pfeile mehr. Und jetzt? Ich gehe mal ein Risiko ein, der Bogenschütze nervt. Okay, der ist weg vom Felsen! Komm, 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 schnell, schnell, schnell! Okay, das war weird. Okay, hier war irgendwo ein Bogenschütze. Ach, okay, der ist platt. Was ist in dem dicken Haus hier drin oder hinter der dicken Tür? Ist das so? Okay, hier gibt es auf jeden Fall eine Kiste für mich. Bitte keine Mimik. Ja, das hat sich gelohnt, Leute. Leute, diese Nebenmission machen wir beim nächsten Mal dann weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst doch gerne ein Like und Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.